Mein Name ist Martina Schettiner, ich bin Künstlerin. Ich habe Mathematik und Physik in Wien an der Universität studiert, war Gasthörerin an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Ich beschäftige mich mit mathematischen Themen, die ich in meinen Bildern verarbeite. Hier ein Beispiel. Mersenne war Mathematiker in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Frankreich. Er war auch Mönch, saß in seiner Mönchszelle und hatte Briefkontakt mit allen bedeutenden Naturwissenschaftlern seiner Zeit. Ich fand es wahnsinnig spannend, dass jemand in einer Zeit, wo halb Europa in Schutt und Asche lag, trotzdem noch an der Mathematik gearbeitet hat und bedeutende Erkenntnisse gewonnen hat, die wir heute noch nutzen. Mersenne hat sich mit Primzahlen beschäftigt und die Methode der Mersennschen Primzahlen wird heute noch verwendet, um große und größte Primzahlen ausfindig zu machen. Weiters habe ich mich heuer sehr intensiv mit der Corona-Krise auseinandergesetzt. Ich habe die Bilder, die zur Corona-Krise passen, in einer kleinen Ausstellung zusammengestellt und ich darf Sie bitten, mich jetzt auf einen kleinen Rundgang zu begleiten. Eines meiner Bilder, die während der Corona-Zeit entstanden sind, widmet sich den Vampirzahlen. Fledermäuse sind ja etwas in Verruf geraten. Man sagt, sie würden das Virus übertragen. Also habe ich mir gedacht, da passen die Vampirzahlen sehr gut dazu. Vampirzahlen sind in der Mathematik ein Begriff. Ich habe sie auf eine große Leinwand gemalt, auch mit grauem Hintergrund, im Hintergrund Fibonacci-Zahlen. Fibonacci-Zahlen deshalb, weil diese auch in der Natur vorkommen. Und eingeringelt hängen diese Vampirzahlen dann von der Decke. Ein weiteres Bild widmet sich dem sogenannten Damenproblem. Ein Schachspieler hat sich im 19. Jahrhundert gefragt, ob es denn möglich wäre, auf einem Schachbrett 8 Damen so zu positionieren, dass sie einander nicht schlagen können, dass sie also nicht in einer Zeile, in einer Spalte oder in einer Diagonale aufeinandertreffen. Die Mathematiker haben daraus gleich ein Problem gemacht, haben bewiesen, dass es 92 solche Möglichkeiten gibt und haben dieses Problem dann gleich auf n mal n Schachbretter erweitert. Also man kann heutzutage ausrechnen, wie viele Damen Platz hätten auf einem zum Beispiel 27 mal 27 Felder großen Schachbrett. Also die Mathematiker haben auch gern spielerische Aufgaben und manchmal kommt dabei sogar etwas heraus, was man auch anwenden kann. Ein Beispiel dazu wäre die Statistik. Die Statistik ist entstanden ursprünglich beim Würfelspiel und beim Kartenspiel und heute berechnet man alles Mögliche damit, zum Beispiel auch die Ausbreitung von Pandemien. Ein weiteres Bild, das ich sehr gerne mag, ist Hilberts Hotel. Es ist rot und hat gelbe Rechtecke. Das ist ein bisschen eine Metapher dafür, dass es sich um ein Hotel handelt mit unendlich vielen Zimmern. Die Idee selbst stammt von dem Mathematiker Hilbert, der damit die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen symbolisieren wollte. Das Hilbertshotel wäre heutzutage natürlich sehr praktisch, denn man kann unendlich viele Gäste unterbringen und dabei auch noch die Abstandsregeln einhalten. Also ein ideales Bild für die Krisenzeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.